Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es gibt Momente, in denen die Distanz zwischen dem Wunschdenken der Altparteien und der Lebensrealität des Staatsvolkes unübersehbar werden. Ein wunderbares Beispiel hierfür ist die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union. Ich schlage Ihnen vor, fragen Sie doch einmal irgendeinen mittelständischen Unternehmer in diesem Land nach den Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung auf seinen Alltag. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird der Unternehmer mit den Augen rollen und erklären, wie sich seine berufliche Tätigkeit durch eben diese DSGVO erschwert hat. Und jetzt fragen Sie noch einmal die Parteien der Ampelkoalition, also fragen Sie sich bitte selbst, nach eben dieser Verordnung. Sie werden als Antwort erhalten, dass die Datenschutzgrundverordnung eine gute internationale Standardsetzung darstellt. Zumindest haben Sie sich dies so in den Koalitionsvertrag in Zeile 464 geschrieben. Vor diesem Hintergrund überrascht es auch nicht, dass der vorliegende Gesetzentwurf durch weitere Regelungen zusätzliche Unklarheiten schafft. Ich möchte an dieser Stelle folgendes Beispiel vortragen. Der bisherige § 4 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes regelte bislang die Voraussetzung für die Videoüberwachung durch öffentliche Stellen sowie durch nicht öffentliche Stellen. Der neue § 4 Absatz 1 BDSG soll nach Ihrem Willen nun die Videoüberwachung nur durch öffentliche Stellen bestimmen. Was ist aber nun mit Unternehmern, die in etwa einen großen Kundenparkplatz durch Videoüberwachung kontrollieren? Der Gesetzentwurf schweigt sich hierüber aus, was bei der Videoüberwachung durch Private gelten soll. Wenn Sie den Willen des Bundesverwaltungsgerichts nachkommen wollen und sagen, die DSGVO soll für die Videoüberwachung durch Private unmittelbar gelten, dann fügen Sie doch bitte eine entsprechende deklaratorische Verweisungsnorm in das Bundesdatenschutzgesetz ein. Dies wäre zumindest anwenderfreundlich, meine Damen und Herren. Eine weitere Relevanz hat das Thema Scoring, also das, was etwa die Schufa macht. An dieser Stelle ist zu loben, dass die Person, über die mittels einer automatisierten Datenverarbeitung Wahrscheinlichkeitswerte erstellt werden, das Recht erhalten soll, den eigenen Standpunkt darzulegen und dann eine natürliche Person über die Aufrechterhaltung des automatisierten Ergebnisses entscheiden muss. Allerdings hätte die Bundesregierung hier die Chance ergreifen können, die Arten von Verträgen einzuschränken, für die ein Kreditscoring zulässig ist. Ich wünsche mir kein Deutschland, in dem es möglich ist, dass trauernde Familienmitglieder möglicherweise in Zukunft keinen Bestatter finden, weil die EDV behauptet, dass sie zu arm sind, um sich die Beisetzung eines verstorbenen Angehörigen leisten zu können. So etwas wollen wir nicht. Der neu installierten Datenschutzkonferenz im § 16a BDSG stehen wir als AfD neutral gegenüber. Es ist aus unserer Sicht kein direkter Nutzen für den Bürger ersichtlich. Aber zusammenfassend kann man zu dem Gesetz sagen, es ist kein merklicher Fortschritt für Private und Unternehmen im Bereich der zulässigen Datenverarbeitung zu sehen. Es ist kein großer Wurf, aber schön, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ich denke, wir besprechen das im Ausschuss. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Manuel Höferlin für die FDP-Fraktion.